Okay Leute, heute sind wir bei Tag 8. Ich bin sehr stolz auf euch, was ihr bis jetzt geleistet habt. Ich darf jetzt erstmal einen Applaus. Ein Applaus für euch selber. Ein Applaus für euch selber. Und, ihr habt heute die Challenge, als Duos aufzutreten. Wir schaffen das, Mann. Ich will jetzt sagen, dass ihr anfangt. Und viel Erfolg, Leute. Gib Gas. Ja, danke dir, Mann. Okay, Alter. Gib den Beat, Alter, Cousin, Alter. Ich küsse eure Herzen. Okay. Josi, wir können anfangen. Ready, Bruder? Go. Hab den Smog in der Lunge, diese Straße macht behindert. Sie 14-jährige Kinder, sie drehen ihre Dinger. In meinem Block wird es dunkel, also dreh ich meine Runden. Es geht 24 Stunden auf, 24 Stunden. Bin deiner Back vom Fendi, in meiner Back vor Grannys. Und fetter Botzenfäller für sich und voll Wegwerf-Handys. Die Leitung brennt, die Benzin. Rollen Packs mit Kelly. Für mich gibt's nur meine Jungs und der Rest sind Larrys. Ich komm noch abgerockter jetzt. Hebe mich ab, weil du mich stresst. Lebe nur den Tag das hier und jetzt. Und wenn ihr noch fragt, dann wird's gedeckt. Hab genug von euren Scheiß-Gelaber. Ja! Jungs, warte nochmal. Ich glaube, ihr wart nicht ganz da gerade. Ich verstehe, ihr seid vielleicht nervös. Aber vielleicht wäre es gut, wenn ihr nochmal einen Take macht. Seid ihr ready damit? Ja. Ja. Guck mal, Jungs, guck mal. Nehmt euch bitte 2 Minuten Zeit. Okay, Mann. Ja, nehmt euch bitte 2 Minuten Zeit. Okay, Mann. Okay. Atmet einmal durch, dann kommt wieder. Und dann gibt Gas. Ist aber diesmal jetzt eure letzte Chance, ja? Okay, wir kommen sofort, Mann. Josi, hast du den Take? Ich hab ihn. Okay, Bro. Wir machen jetzt nochmal, ja? Ich hab ihn. Go. Fang direkt mit an. Okay, Mann. Aufnahme läuft. Bereit, Partner? Alter, mega bereit. Gib mir die Flosse, Alter. High five, Alter. Und los, Jungs, kommt. Okay. Hab den Smog in der Lunge, diese Straße. Weiter bitte. Alter, Skandal. Der hat einfach gechoked, Mann, Alter. Guck mal, Jungs, das ist für euch. Alter, Skandal, hey. Jux, hey. Das ist hier für euch. Das ist nicht, wir machen das nicht aus Spaß. Wir können das auch abbrechen hier. Nee, alles das gut, ist für Mann. Euch. Alles gut. Alles Alter. Für euch. Strengt euch jetzt an. Okay. Und jetzt habt ihr noch eine letzte Chance, das über die Bühne zu bringen. Ansonsten müssen wir euch leider eliminieren. Okay, Mann. Das eliminieren. Hey. Das bitte rausschneiden. Let's go. Let's go, bitte. Boah, Alter, voll den Text vergessen, Alter. Scheiße, Mann. Ich will auch gerade nochmal fragen, welchen okay. Punkt wir benutzen. Nein. Weihnachtsmann! Ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich. Bitch! Alter, Mann, Alter! Dankeschön. Dankeschön erstmal, ein Applaus an euch. Dankeschön. Jungs, ich wollte euch sagen, dass das, Jungs, ich wollte euch sagen, dass das alles, was ihr heute abgeliefert habt, Jungs, heute, wie ihr aufgetreten habt, das war an sich eine sehr starke Leistung. Nur hat mir die Performance von dir, Infinite, leider heute nicht so gefallen. Hey, nein, Mann, das kann nicht sein, Alter. Der hat besser performt. Von der Performance her, normalerweise ist das immer deine Stärke, Infinite. Heute, ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht warst du sehr nervös. Scheiße, man, wir fliegen raus. Nicht geklappt. Skandal bei dir, die Lyrik, die Vergleiche, wieder mal 1A, weißt du? Scheiße, man, wir fliegen raus. Von der Performance raus. Her warst du auch stark. Hier, den kannst du dir hinten rein. Hey, gucken mal. Wir gucken mal, ob es reicht, ne? Weil morgen wird ja einer pro Team immer eliminiert. Heute. Und heute wird einer von... ja, was denn jetzt? Was denn jetzt? Ja, heute oder morgen? Du hast ja die ganze Zeit nur Patzer. Ja, Alter, du hast mehr Patzer als ich in meinem Bart. Und Infinite für dich wird sehr, sehr schwer. Nee, scheißegal, Alter. Jungs. Halt dein Maul und Jungs. Du auch. Du redest mir benimmt euch, das hier ist für euch. Okay, das ist nicht für uns, das ist für euch. Sag, Bro, was sagst du? Ich würde das Gleiche sagen. Alter, der gibt dem einfach immer recht. Der kann uns auch beleidigen, der gibt dem recht. Empfindet deine Attitude, hat mir gefallen. Sonst war halt, war nichts. Ja, Alter, kriegst du direkt eine rein, Alter. Skandal auch, 1A. Was heißt denn auch? Du hast ihn doch gerade diskreditiert. Scheiße. Danke. Okay, Jungs. Somit, ich kann mich da den beiden nur anschließen. Echt? Und du hältst jetzt die Schnauze. Das war nicht schlecht. Hey. Also ich bin nicht käuflich, ich bin immer noch BZ. Das ist nicht. Außer für einen Burger verkaufst du gar nichts. Runter vom Tisch. Runter vom Tisch! Besser, Alter! Runter vom Tisch. Du kriegst so eine rein, Alter. Runter vom Tisch.
Ja. Noch ein Take, Jungs, danach haben wir Freizeit. Jungs. Jungs, sammelt euch. Ja, Bruder, wir sind doch selber Jungs. Nervös. Wir haben den Song erst gerade geschrieben. Jungs, wir wissen, wir sind seit 9 Tagen hier. Wir können selber nicht mehr. Wir wissen das alle. Aber bitte lasst uns jetzt einfach zusammenreißen, das noch zu Ende drehen. Und danach, bitte, Jungs, für die Show, für euch, komm. Bitte. Euer Auftritt war okay. Ihr habt eure, der eine hat seine Stärken hier, der andere seine Stärken da. Es war im Großen und Ganzen in Ordnung. Leider. Jungs, bitte. Jungs, wir haben nur gesagt, dass du recht hast. Sagen Shabab, bitte! Haltes Fresse, Jungs, Alter! Jungs, leider mussten wir eine Entscheidung fällen. Wir haben eine Entscheidung gefällt. Einer von euch wird heute eliminiert. Derjenige, derjenige von euch beiden, der heute seinen. Alter, hier sind hier so ein Frosch versteckt. Seinen. Alter, das Holz ist echt am Knacken, Alter. Jungs, nochmal. Okay. Derjenige, der heute. Du hast voll verkackt, Alter. Wegen seinen. Hat uns gefehlt. Verbleib hier in der Villa gesichert hat. Hier, Alter, ist, auf die Uhr. Hier, ist. Derjenige, der abgeliefert hat, aber leider brauchten wir eine lange Entscheidung und derjenige, der rausfliegt, ist einer, der einen Patzer hatte. Hatte ich nicht, Alter, lüg nicht mal. Und deshalb tut es mir leid für einen von euch beiden. Und somit musst du uns leider verlassen. Alter, wer bist du? Alter, wehe, du kannst. Und deine Koffer packen gehen. Du kriegst so einen in die Zähne, Alter. Der Name lautet Wesley Snipes. Entweder Infinite oder Skandal. Und damit kommen wir zur Entscheidung. Es ist eine schwere Entscheidung. Und es handelt sich hierbei um niemand anderen als einen von euch beiden. Alter, ich hab 5 Herzinfarkte. Infinite, du könntest einer von den beiden sein. Skandal. Es tut mir leider leid. Ich muss euch auf die Folter spannen. Denn ihr müsst selber einen rauswählen. Ey, Alter, soll ich mal ehrlich was sagen, Alter? Ihr seid doch die Jury, Mann! Alter, wähl dir einen raus, Alter. Schmeißt den Infinit nicht raus. Dann gehen wir beide. Wir gehen beide, Colin, Alter. Colin, komm mal kurz. Colin, mach das weg, komm! Colin, Künstler, ich würde euch einmal bitten, nochmal nach hinten zu gehen. Nee, wir können direkt auch in die Villa gehen. Wir werden euch gleich einzeln runter. Wir werden euch gleich alle nochmal einzeln runter. Scheiße, einfach drauf. Komm, ihr müsst euch noch beschweren, dass ihr euch nicht richtig gehört habt. Das machen wir jetzt, Alter! Colin. Voll die Scheiße, Mann! So, ich würde einmal bitte die ganzen Künstler einmal bitte runterzukommen. Shabab, bitte! Shabab, bitte! Shabab, immer machst du das, es reicht! Shabab, bitte nimm das hier alles ernst, das ist kein Halligalli hier. Shabab, bitte, ich bitte dich. Wir machen das für euch. Für euch, für die Show, für hallo, euch. Hallo. Ihr werdet uns am Ende dankbar sein. Zwei von uns werden heute eliminiert. Und also ich mach es kurz und knapp. Ich bin sehr traurig darüber. Das ist eine sehr schwere Entscheidung. Aber heute werden uns 2 Leute verlassen. Und die erste... Also Leute. Ich will es kurz und knapp machen. Es werden heute 2 Leute eliminiert. Ich bin sehr traurig darüber. Nein. Und die erste Person, die sich den Villa-Eintritt versichert hat, ist Skandal. Du kannst schon mal einmal bitte hochgehen. Ein Applaus für dich. Alter, ohne Scheiß, wir waren Freunde bis heute, jetzt kannst du hier, Alter, einmal bitte hochgehen. Infinite. Nein, verpiss dich, Alter, ich kann nicht mehr, Alter. Infinite, Skandal. Ich würde dich bitte bitten, einmal hochzugehen in die Villa. Infinite, Mann.
Skandal! Skandal! Hört auf zu diskutieren, sonst brechen wir das jetzt hier ab. Ich habe keine Nerven mehr dafür. Skandal. Der Colin macht das hier mit Herz. Hört auf, das zu, nicht zu respektieren. Ey. Es reicht. Ich habe keine Nerven mehr dafür. Ich schwein, das jetzt kommt völlig ernst. Nein, immer das Gleiche mit dem. Ich muss jetzt erst meine rauchen. Nein, nein, Abi, auch nein, immer das Gleiche. Die haben keinen Respekt. Ganz gut. Nein, lass ihn. Was hast du denn Fuß in Sandros Gesicht? Abi, Abi. Ey, yo, wo ist mein Grinder? So, ey, yo. Du hast. Ey, yo. McDoom, es reicht. Du bist eliminiert. Bro, später. Später. Du bist eliminiert. Ey, wo ist mein Grinder? Wo ist mein Grinder? Wäsch das Ganze hier ab, Sandro, komm. Geht nicht mehr. Alter, stopp, Alter, ich will doch eine Entscheidung haben, setz dich mal hin. Infinite, die Besprechung ist du. Setz dich hin. So, jetzt halt. Ey, ich bin Infinite. Gar nicht los, Alter. Emmett, tut mal bitte. Emmett, tut mal bitte. Wenn ihr nicht beide gleich voll eine in die 12 wollt, setz euch jetzt beide hin. So, Icon 5 ist hiermit abgebrochen, aufgrund dessen, dass Infinite sich nicht an die Regeln hält. Ich, BZ, stehe dafür mit meinem Namen. Ich wollte ihn weiterlassen, aufgrund dessen, dass er mir diese Flows gegeben hat. Aber ich kann es leider nicht machen, aufgrund eines disziplinarischen Fehlverhaltens. Und ich spreche das hier ab. Jawohl, Alter. Sag mal, was sagst du dazu? Icon 5 ist vorbei. Und ich habe auch echt keinen Nerv mehr da drauf. Und Directions wirst du auch nicht mehr gerufen. Wir machen das für euch. Hast du nicht Finger in deine Bilder? Ja. Der Emre, der schläft 3 Tage nicht für euch. Nimm das mal ein bisschen ernst. Entschuldigung. Ach, was ist das? Mach das nochmal. Mein Name ist Emre. Ich bin hier in der Jury. Ich bin richtig nervös. Wieder vor meinem Auftritt. Ich werde immer richtig nervös, wenn ich auftreten muss. Mein Name ist Befett. Ich bin auch hier in der Jury, Alter. Mega cool, Alter. Aber ich glaube, ich schaff das, weil ich habe mich echt durchgearbeitet und geackert, um hier hinzukommen, aber echt nervös. Ich bin Sandro. So. Heute wurden die Künstler zu Solo-Auftritten vor... Nein. Heute mussten die Künstler. Oh, Emre! Ganz ehrlich, Abi. Mach das nochmal. Heute mussten die Künstler Solo-Auftritte machen. Deswegen bitten wir jetzt Bayer her. Bayer? Bayer, wir bitten dich einmal bitte direkt ans Pack. Jeden Tag Stress, wie du siehst, immer topfit, denn ich streck guck. Topfäuste nennen. Scheiße. Ey, das kann ich nochmal. Bayo, was war los? Ich bin nervös. Bitte kann ich nochmal? Das ist nicht, ich bin das nicht gewohnt hier. Ist jetzt eine letzte Chance, okay? Ja, bitte. Nochmal los. Darf ich anfangen? Kannst du anfangen. Jeden Tag Stress, wie du siehst. Immer topfit, denn ich streck bis zum Ziel. Komm, ein Tag 1 weiß Kokain. Alle Jungs warten, Test, wo kein Bam, bam, bum, meine Straße lebt. Gehen einen anderen Weg, hey. Aber fließen Mamas Tränen, sind wir ruhig schon in uns drinnen. Danke, Jungs. Ey, danke, Jungs. So, Bayo. Ja. Also, deine Performance heute sehr stark. Dankeschön, dankeschön. Ich fand deine Stimmlage, die tiefe Stimmlage von dir, hat mir heute sehr gefallen. Ey, Sandro, danke. Und auch, wie du das eingesetzt hast, also bei dem Part, wo der Beat so auch langsam runtergeht, dass du da so tief geblieben bist,
dann wo der Beat nach oben gegangen ist, dass du da deine Stimme auch gut eingesetzt hast. Danke, danke. War sehr stark. Mir ist auch echt ein Stein vom Herzen gefallen, jetzt sage ich euch ehrlich. Sehr stark, finde ich, da. Weil ich habe mich auch echt vorbereitet. So, ihr wisst ja, ihr habt mich gestern gesehen. So, ich war echt viel am Schreiben. So. Deswegen, der Text war komplett neu. Und deswegen war das am Anfang war ein bisschen hin und her. Aber ich glaube, ich habe auch relativ gut performt eigentlich. Shabab! Wir sind doch am Aufnehmen, Shabab. Du willst doch auch gleich, dass wir ruhig sind. So, jetzt hält doch die Fresse da drüben. Was willst du damit sagen, Shabab? Nee, warte mal, was willst du damit sagen? Jungs, spart mich doch nicht so auf die Folter, bitte, Mann. Ich sehe das anders. Nee, Jungs, nochmal neu. Ja, ich sehe das anders. Ich fand den Kontrast, den du hier gemacht hast, mit dem... Emre! Den Kontrast zwischen euch beiden. Jungs, Alp immer macht die so mit mir. Ja, alles gut, alles gut. Mach doch bitte. Jungs, noch mal einmal Ruhe, bitte. Bitte einmal, dann sind wir durch für heute. Mach mal bitte die Tür zu, Mektum. Yo! Der sucht immer noch seinen Grinder, Alter. Ja, Colin, geh doch dann da hoch, dann sag doch was. Also heute deine Flows und deine Vergleiche. Es war ein purer Hörgenuss für mich heute. Dankeschön. Also wirklich, ich weiß nicht, was ich weiter sagen soll. Dankeschön. Mit dem Patzer war ich ein bisschen enttäuscht heute. Ja, ich war selber von mir enttäuscht. Ich rede, du nicht. Okay? Okay. David! Nochmal neu. Also, deine Flows und der For Trouble Time. Es war ein purer Hörgenuss für mich heute. Und ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie McDoom entscheidet am Ende. Also ich hatte mich gerade schon dazu geäußert. Yes. Ah, ja. Ich finde, du bist einer der wenigen Künstler hier in dem Turnier, der sehr viel Vielfalt hat. Also ob es auf ein Drillbeat ist oder ob es auf ein Jewel-Type-Beat ist. Du hast sehr viele Facetten. Das finde ich sehr gut bei dir. Dankeschön, dankeschön. Ich freue mich, hier sein zu dürfen bei diesem Auftritt. Danke. Du hast einen geistkranken Song gemacht. Danke. Emre. Reicht doch, Jungs, ja. Immer ihr macht so mit mir, ja, Bruder. Ey, zwei Minuten, dann sind wir durch. Ja, Bruder, ich bin doch hier am Zittern, Bruder. Immer macht ihr so, Bruder. Zwei Minuten, dann sind wir durch. Jedes Mal, Bruder, ja. Du hast doch gepasst. Ja. Bruder, das ist was anderes, Bruder. Du musst nicht jeden Tag arbeiten, Texte schreiben. Aber ich mach das doch alles für euch. Ja, Bruder, aber wir machen das für euch. Du kommst nicht mehr bei Alkohol frei. Doch. So, Bayo, das war's mit dem Auftritt. Ich würde dich einmal bitte wieder bitten, in die Villa zu gehen. Was denn jetzt? Und einmal den Musafer runterzuschicken. Ja, aber was denn jetzt? Die Entscheidung werden wir später euch einigen. Bruder, immer später, Bruder, bitte ja. Einmal in die Villa gehen und immer später, die Tür Bruder, zugehen. Ja. Musafer! Schick mal den So, Musafer. Wie war die Vorbereitung? Ja, die Vorbereitung war da. Ich war da. Wir waren alle zusammen. Was sagst du, wie sind deine Chancen? Du hast ja heute das Auftritt gegen Bayer. Wie sind deine Chancen? Was denkst du? Schaffst du es? Chancen? Ja. Schaffst du es? Chancen sind da. Wie Vorbereitung auch da. Okay. Battle auch da. Alles klar, dann würden wir einmal bitten, dich einmal bitte deinen Song anzumachen. Kannst du den Song nicht ohne Handy? Ich habe den vorhin geschrieben. Ist besser, alles gut. Okay. Du schaffst das. Shabab! Ja. Zum vierten Mal, Shabab! Yo. Oh, hallo! Okay. Das war's schon. Oh, hallo! Por favor! Maria, por favor! Maria, por favor! Maria, por favor! Por favor! Das ist übertrieben, Maria, por favor!
Maria, por favor. Also Musafir. Also Musafir. Nee, nee, du darfst nicht anfangen. Bitte. Also deine Vergleiche, deine Reime, deine Reimketten, purer Hörgenuss. Okay. Emre, darf ich? Ja, mach du. Und ich fand die Kette zu deinem Auto. Emre! Die Kette zu deinem Outfit. Emre! Dann mach du, Xandro. Mach. Alles gut, alles gut. Alles gut, mach weiter. Okay. Musafir, ich fand bei dir heute, du hast mir sehr krasse italienische R&B-Vibes gegeben. Also, ehrlich, das war sehr stark. Ich hätte das wirklich nicht von dir erwartet. Diese R&B-Vibes, die sind echt, also, da höre ich zum ersten Mal bei Icon. Dankeschön. Hätte ich nicht von dir erwartet. Und ich bin echt schockiert, weil das war echt ein starker Auftritt. Und es wird mir später auch sehr schwer fallen, ob du oder ich. Also nee, das war echt sehr schlecht. Sehr hey, wie? Sagst du gerade so, dann so? Es war ein sehr, sehr katastrophaler Auftritt. Und ich sag dir, wie es ist. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer fallen für dich. Sehr schwer. Ich sah das anders. Für mich. Warte mal. Colin! Colin. Govas, ja, das geht so nicht. Aber Sandro, das kann nicht sein, dass du dich aussprechen kannst und ich nicht einmal was sagen kann. Jungs, Emre, bitte. Bitte, Govas, ja, das ist doch nicht, wie wir angefangen haben. Es kann doch nicht immer sein. Jedes Mal wird hier diskutiert. Govas, bitte. Es ist doch einfach nur, ich habe das hier versucht auf die Beine zu stellen. Es kann doch nicht immer so sein, Govas. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Es geht nicht, Jungs. Wir müssen uns jetzt an einen Riemen reißen. Okay. Bitte, der Künstler ist hier. Tamam. Ich feiere ihn übertrieben. Tamam. Ich feiere ihn wirklich Tamam. Übertrieben. Also bitte, Jungs, das ist doch echt, bitte, Gova, bitte. Ey, Jungs. Chris, voll einer rein. Jungs, Digi, it is what it is, Jungs. Gova, bitte. Lass einfach da weitermachen jetzt. Bitte, cut, okay? Ich sag, dann wiederhol du deinen letzten Satz. Also wie gesagt, ich fand den Auftritt sehr katastrophal. Diese R&B-Vibes, diese italienischen, also, die kannst du machen, aber... Gova, Gova, stopp, stopp. Nicht so, Gova. Wie haben wir das denn beredet? Also, okay. It is what it is, Digi. Okay. Hey, du bist komm mir voll eine rein, Alter. Wir haben gleich Team-Meeting. Wir haben gleich Team-Meeting, Gova. Dann klären wir alles. We can do this. Verstehst du, Bro? Wir können das nicht so machen. Jetzt mach bitte, wie wir das beschrieben haben, weiter. Sandro, dann sag du als erstes. Danke. Sandro, du wirst jetzt sagen, und das wirst du genau sagen. Also, Musafir. Dein Auftritt hat mir heute sehr gefallen. Diese italienischen R&B-Vibes, die waren klasse. Die waren klasse, aber als sie in Italien machen müssen und nicht hier, wir sind in Spanien gerade, in Marbella und Malaga. Verständlich. Shabab! Yo! Deshalb, wie gesagt, von mir, ich muss mir echt Gedanken machen. Und ja. Danke trotzdem, Dankeschön. Ich sehe das anders. Ich sehe das ganz anders. Ich fand, dein Auftritt hat mir sehr gut gefallen. Aber warum lacht der BZ mich jetzt aus? Kann ich auch mal ausreden? BZ. Nein, 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 Ober. Jungs. Opa, hör mir doch mal zu. It is what it is, Bro. Nein, Opa, ich habe hier so viel Geld investiert. Es geht nicht anders. Bitte. Jungs, reißt euch mal am Riemen. Es kann nicht so laufen. Bitte. Haltet euch an die Abmachung, Opa. Okay. Ist dir das anders? Dein Auftritt hat mir gefallen. Die italienischen Sachen, die hättest du eher in Italien machen können. Also bei ihm, ich sehe das jetzt nicht so wie Xandro. Emre!
Ich sehe das anders als Xandro. Es war gut. Die italienischen Sachen hättest du eher in Italien machen können. Ob das für heute reicht. Dein Outfit hat mir sehr gefallen. Dankeschön. Die rote Hose, passend zum blauen Oberteil. War sehr schön. Seitentasche ist jetzt nicht so meins. Wir sind gerade in Malaga und du hast genau passend zum Wetter, zur Temperatur, genau das gemacht, was ich mir gewünscht habe und vorgestellt habe. Danke. Ja? Also ich war... Ja, komm jetzt! Ich will nicht mehr hier bleiben! Überrein! Musafer. Also, reicht. Sandro, sei mal leise jetzt, mein Bruder. Okay. Also... Sandro, sei mal leise. Okay. Alter, mega Auftritt. Hammergeiles Scheiße, Alter. Danke. Unser Fan, nimm dich einmal bitte wieder in die Villa mit, ne? Alles klar. Unser Fan, komm mal zurück. Nein, komm mal zurück. In die Villa gehen. Komm mal zurück. Nee, jetzt reicht. Ja. Nein, es reicht. Ich will jetzt auch mal mit Sprache recht haben. Komm mal zurück. Danke, dass du hier warst, dein Auftritt. Wir kommen später zu dir. Du kannst jetzt wieder zurück in die Villa. Musa, komm mal einmal zurück. Colin. Jo, Grover. Ja, Grover, wir müssen... Jungs, Sesano hat das doch schon gerade gesagt, Grover. Hey, Vincent, Bruder, was ist heute los mit dir? Was ist heute los mit dir? Hast du nicht gut geschlafen, Grover? Ja, aber wir müssen doch noch Musa diesen Bett. Take, dieser Take. Bitte. Bro, bitte. Bitte. Ich setze mich jetzt hier neben euch. Musafa, Musafa, komm mal zurück für dich. Musafa, komm mal her. Musafa, komm mal her. Komm mal, nein, der muss doch noch alle, der muss doch erst noch. Musafa, komm mal zurück. Komm, Musafa, die anderen Künstler wollen auch noch. Du darfst jetzt zurück in die Villa.